Ja, seit 10 Jahren veröffentliche ich nun Fibromyalgie-Videos und ich möchte dir heute mal erzählen, wie das alles anfing mit meinem YouTube-Weg, was so passiert ist in dieser Zeit, was sich verändert hat. Und ich werde zum Schluss auch noch darauf eingehen, warum du mich manchmal als Barbara auf der Heide findest und manchmal auch als Carola. Los geht's! Ja, alles fing damit an, dass ich auf die Guaifenesin-Therapie aufmerksam wurde und ich war damals sehr skeptisch. Das ist eine alternative Behandlungsmethode für Fibromyalgie und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das was Erfolgreiches ist, wenn es in der Schulmedizin nicht angewandt wird, wenn die Ärzte das gar nicht kennen auch. Das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann Sinn macht. Und ich versuchte da aber trotzdem, mir im Internet ein Bild darüber zu machen. Es ist aber so, dass vor 10 Jahren das Internet noch nicht so viele Informationen hatte wie heutzutage. Ich fand halt nicht so das, was ich gerne wollte. Bin dann aber auf einen englischsprachigen Fibromyalgie-YouTube-Kanal aufmerksam geworden von einer jungen Frau aus Israel, die ein ganzes Jahr lang diese Therapie mit Videos begleitet hat. Ich glaube auch wöchentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in den ersten Fibromyalgie-Videos, da hat man sie so leiden sehen und ich konnte das alles so gut nachvollziehen. Und nach ging es ihr aber dann besser und nach einem Jahr, da hatte sich ihr Leben komplett gewandelt und das hatte mich alles total beeindruckt. Natürlich war ich da immer noch auf der Suche nach weiteren Infos und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es sowas auch auf Deutsch gibt, so ein YouTube-Kanal, so eine Begleitung. Und so ein Fibromyalgie-YouTube-Kanal eben auch, der unter anderem über diese Therapie berichtet. Und das war für mich eigentlich der Grundgedanke, mit diesen Videos zu beginnen. Ich wollte einfach zeigen, ja, was dahinter steckt. Als ich vor 10 Jahren, also 2012, mit der Guaifenesin-Therapie anfing, da wollte ich den Therapieverlauf eben für andere Betroffene dokumentieren. Das ist eben der Hintergrund, um deutlich zu machen, ob das Ganze nun Sinn macht oder nicht. Ich wollte das zeigen, damit andere eben bessere Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Und anfangs gab es die Fibromyalgie-Videos nur auf meinem Blog und noch gar nicht hier auf YouTube. Also da habe ich, ich glaube, ein halbes Jahr später erst mit angefangen, dann auch die Videos auf YouTube hochzuladen. Und in den ersten Jahren, da drehte sich hier auf dem Kanal alles nur um die Guaifenesin-Therapie und um die Ernährung bei Fibromyalgie. Und damit war ich auch echt gefordert, denn mir ging es ja damals auch noch gar nicht so gut. Ja, das war schon echt anstrengend, jede Woche ein Video hochzuladen. Ich meine, das ist heute immer noch anstrengend, aber damals war es noch ein bisschen schwerer. Ja, das ging irgendwie so die ganze Zeit, es ging immer um Guay, um Ernährung und viele Jahre später, das war 2019, ja, da fing ich an, mich auch mit anderen Themen der Fibromyalgie zu beschäftigen. Da habe ich dann das erste Mal von Magnesiumchlorid als Soforthelfer berichtet. Ich habe davon erzählt, wie bei mir die Hochdosistherapie, das Coimbra-Protokoll eben mit Vitamin D, wie das verlaufen ist. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf einen Bericht der Uni Jena. Da war ein Student, der als das erste Mal Fibromyalgie als Autoimmunerkrankung nachgewiesen hat. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht und über verschiedene Nährstoffe und so weiter. Also ich habe so ein bisschen diesen Bereich verlassen, nicht mehr so fokussiert. Also auch natürlich noch viel über Guay und über Ernährung, aber eben auch mal was anderes. Ja, und dann im Oktober 2019, da passierte dann etwas, was mich in dem Moment total überrascht hat. Und zwar war das so, ich wurde von YouTube angeschrieben, weil ich 1000 Abonnenten erreicht hatte. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich gar nicht mit der Abonnentenzahl beschäftigt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ich hatte das gar nicht im Blick. Aber dann wurde ich angeschrieben und dann dieser Gedanke, dass 1000 Menschen meinen Kanal abonniert haben, das hat mich irgendwie damals echt, ich weiß nicht, ja, bewegt, vielleicht sogar auch ein bisschen überfordert im ersten Moment. Aber dann habe ich mich auch irgendwie, habe ich da auch irgendwie für mich so eine Verpflichtung drin gesehen. Das hat mich irgendwie bestärkt auch, mehr und mehr über den Tellerrand Guaifenesin rüberzuschauen und mehr zu berichten hin zu dem, was Fibromyalgie-Betroffene eben ansonsten noch beschäftigt. Egal, ob nun mit oder ohne Guay, eben alles damit reinzunehmen, nicht nur das Guaifenesin. Und durch die 1000 Abonnenten hat sich natürlich noch etwas verändert. Das war jetzt der eine Fakt. Das andere war, man darf mit 1000 Abonnenten seinen Kanal monetarisieren. Das heißt,
Ich durfte dann eben Werbeclips schalten lassen. Seitdem mache ich das ja auch, wodurch ich dann eine Provision erhalte von YouTube. Wer jetzt allerdings denkt, dass man damit ein zweites Standbein aufbauen kann, also der täuscht sich gewaltig. Jedenfalls mit so einem Kanal, wie ich ihn habe, in dieser Größenordnung. Bei mir liegt das inzwischen und auch erst inzwischen im Bereich, ich sag mal, eines guten Taschengeldes, was ich da monatlich bekomme von YouTube. Und das steht nicht im Verhältnis zum Aufwand, den ich für die Videos betreibe. Denn jeder, der schon mal ein YouTube-Video veröffentlicht hat, der wird mir bestätigen, dass das alles zusammen sehr viel Arbeit macht. Mal ganz abgesehen vom ganzen Equipment, das man sich besorgen muss, damit das Bild gut ist, damit der Ton gut ist, damit das Licht halbwegs gut ist und man nicht total im Dunkeln sitzt. Das reicht einfach nicht, wenn man da das Zimmerlicht anmacht. Das reicht dafür einfach nicht aus. Also da muss man schon auch ein bisschen sich dann, oder ich habe mich, zumindest sind das Dinge in den Bereiche, in denen ich mich gekümmert habe und dann eben auch da investiert habe in Equipment. Zwischendurch habe ich auch schon mal, ich glaube, ein halbes Jahr pausiert mit den Fibromyalgie-Videos. Das war damals so, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich war so unter Druck damals, denn es gab immer so ein paar Nörgler und ich musste erst mal lernen, dass man es einfach nicht jedem recht machen kann. Egal, wie man sich auch bemüht, irgendeiner ist sowieso immer unzufrieden. Das kann man nicht. Man kann es wirklich nicht jedem recht machen. Heute ist es mir zwar nicht egal, wenn jemand über das, was ich mache oder sage, meckert oder unzufrieden ist, doch ich kann das inzwischen einfach etwas besser wegstecken. Aber natürlich die Elefantenhaut, die ich dafür bräuchte, die habe ich immer noch nicht. Nee, also da bin ich auch noch echt ein bisschen, immer noch ein bisschen empfindlich, aber ich kann damit besser umgehen als früher. Ja, okay, wie ging's weiter? Ja, ich habe dann auch begonnen, natürlich meine Dienstleistung auf YouTube bekannt zu geben. Ich habe dann ja Fortbildung gemacht, habe mich ausgebildet, bin dann Gesundheits- und Ernährungscoach geworden und inzwischen dann eben auch mit dem Schwerpunkt Fibromyalgie. Und da berichte ich natürlich auch auf YouTube immer wieder mal drüber und ich freue mich wirklich. Das ist für mich immer der schönste Lohn sozusagen von allem, wenn ich anderen Betroffenen, ob die nun durch YouTube oder durch was anderes auf mich aufmerksam geworden sind, aber wenn ich andere Betroffene mit meinem Coaching dabei helfen kann, Symptome zu lindern oder sogar loszuwerden, das ist dann einfach toll, wenn das funktioniert, das ist einfach klasse, wenn sie die Ernährung umstellen oder wenn sie, weil ich mache ja auch eine kostenlose Therapiebegleitung zu dem Guaifenesin, also auch da, wenn es da vorangeht, das ist natürlich super. Ja, weiter mit dem YouTube-Kanal. Jetzt waren wir bei 2019 und dann kam 2020 und Ende 2020, da ist was passiert, da ist wieder was passiert. Und zwar war das so, wir hatten ja Corona oder wir haben ja immer noch im Moment auch noch Corona und ich hatte im Spätherbst 2020, im November schon, da habe ich ein Video veröffentlicht, Anfang November, und zwar zu Covid-19 und Vitamin D. Da habe ich mich auf aktuelle Studien berufen, durch die war ich informiert worden über andere Connections, Netzwerke. Und da habe ich ein Video zugemacht zu diesen aktuellen Studien. Und zuerst verhielt sich das Video genauso wie sonst auch, da war kein Unterschied. Aber ab Dezember 2020, also echt so ein paar Tage vor Weihnachten, da ging das dann los, da wurde das Video total häufig aufgerufen und das hielt auch noch eine ganze Weile länger an. Und so ist das Video von damals, November, also über Covid-19 und Vitamin D, das Video mit den allermeisten Aufrufen, das ich habe, ich glaube, es sind 61.500 oder so ungefähr. Also ich habe kein Video, was mehr Aufrufe hat als das. Und das ist für mich nicht wichtig, aber es ist trotzdem, das macht schon was mit einem, wenn man ein Video veröffentlicht und man hat da irgendwie einen Nerv getroffen. Das ist schon interessant, sage ich mal. Ich habe in all den Jahren natürlich auch viel gelernt über YouTube. Ich habe viel Geld für YouTube-Schulungen auch ausgegeben. Wirklich viel Geld im vierstelligen Bereich. Und ich habe dazu gelernt, ich habe mehr gelernt über das Bearbeiten von Videos, über die Reichweite von Videos. All diese Dinge, auf die man eben auch mal einen Blick haben muss. Ich habe mehr gelernt über Thumbnails, also diese Vorschaubilder, die zu so einem Video gehören. Ja, und. Vieles mehr. Und natürlich lerne ich auch immer noch dazu. Und es gibt auch noch eine ganze Menge, was ich zu lernen habe. Also es gibt noch viel zu tun.
und auch zu lernen. Ja, nun möchte ich auf meinen Namen zu sprechen kommen. Ich werde ja manchmal gefragt, ob ich nun Caruda oder Barbara heiße. Und ich muss sagen, es gehört beides zu meinen Vornamen. Ich habe mehrere Vornamen und Caruda und Barbara gehören dazu. Aber Barbara auf der Heide, das ist ein Pseudonym. Den Namen habe ich mir ausgedacht. Und zwar war das so, als ich damals anfing mit meinem Blog, als ich anfing, diese Guaifenesin-Therapie zu begleiten, da wollte ich nicht im Internet zu finden sein mit meinem echten Namen und mit einer schweren Erkrankung wie der Fibromyalgie. Das wollte ich einfach nicht, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwann nochmal wieder mich bewerben möchte und mal irgendwo arbeiten möchte. Ich wollte damit nicht im Internet zu finden sein. Und das war der Grund, warum ich mir dann einfach einen Namen ausgedacht habe. Wie gesagt, Barbara ist mein Vorname, einer meiner Vornamen. Und was mich manche ja auch immer fragen, ob sie nun Carola oder Barbara sagen sollen. Und beides sind meine Vornamen. Carola ist mein Rufname. Aber wenn du mich ansprechen möchtest, kannst du beides verwenden. Das ist inzwischen egal. Ich reagiere eigentlich auf Barbara genauso wie auf Carola. Ich habe sogar schon mal, ich habe eine Barbara auch in meinem Bekanntenkreis und wenn wir da mal zusammen sind und die wird gerufen, dann zucke ich sogar zusammen, also dann reagiere ich darauf. Ja, also das ist egal. Ich möchte aber auch noch eins machen. Ich möchte dieses Jubiläum, was ich hier jetzt habe, mal nutzen und mich bei euch bedanken für die Treue. Manche sind ja wirklich schon sehr lange dabei, der ein oder andere sogar von Anfang an. Und manche von euch habe ich inzwischen persönlich kennengelernt und es sind schöne Kontakte daraus entstanden. Und ich möchte mich bedanken, dass ihr immer kommentiert, dass ihr meine Videos liked, dass ihr mir Feedback gebt. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser Kanal noch weiter wächst, dass er eine Unterstützung wird für oder ist und bleibt und wird für Fibromyalgie-Betroffene. Denn ich weiß, wie schrecklich man sich mit dieser Erkrankung fühlen kann und auch wie hilflos man damit sein kann. Du findest hier auf dem Kanal viele Informationen zur Selbsthilfe bei Fibromyalgie und mit denen kannst du deine Situation verbessern. Ich habe erst kürzlich ein Video gemacht, das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ich habe schon in vielen Videos gibt es Selbsthilfetipps, aber kürzlich habe ich ein Video gemacht zu Panikattacken und Depressionen. Das habe ich veröffentlicht und auch da kann man in vielen Fällen etwas machen. Schau in dieses Video mal rein, wenn dich das Thema interessiert oder betrifft. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielleicht bist du ja nächste Woche wieder dabei. Ich würde mich echt freuen. Mach's gut.